Was tun wir jetzt, Herr? Jetzt rufen wir zur Schlacht. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Age of Conan. So, in der heutigen Folge werden wir mal ein T1 Raid machen. Dann schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Wir müssen auf jeden Fall jetzt zur Kilikis Krypta. Dafür reisen wir mal ins Feld der Toten. T1 ist übrigens halt, ja, das ist der erste Raid sozusagen, den es in dem Spiel gab. Also ist nichts, aus jetziger Sicht nichts Anspruchsvolles mehr. Denke mal, da werden wir auch gut durchkommen. So, okay, wir müssen jetzt holen wir mal unser Kamel. Da müssen wir ein bisschen reiten. Genau, wir sind jetzt übrigens Feld der Toten. Auch Riesengebiet, so ein, ja, 40 bis 50 würde ich jetzt sagen. Genau, und dort oben ist auch schon die Kilikis Krypta. Genau, hier oben. Da werden wir doch gleich mal reingehen. Meine Ghillies sind schon alle drin. Ich schaue natürlich nach. So, da unten sind sie schon. Jetzt Teamspeak. Wo ist mein Teamspeak? Da. Hi Leute. Sind wir gleich mal gestorben. Dankeschön.
So, auf geht's weiter in der Raid-Instanz. Doch. Haben wir jetzt noch zwei Gruppen und dann ist auch schon der erste Zwischenboss da. Ich denke mal, dürfte kein Problem werden. Hier ist übrigens mein Frauchen.
Nono nicht, nur Todesfee. Epische Kiste. So, und auf geht's zum ersten Zwischenboss. Oder noch eine Putt. Und wie gesagt, Leute, denkt euch nichts, wenn das hier so einfach aussieht. Es hat auch nur T1.
Oh, der erste liegt. Ist natürlich nicht das große Problem, sage ich jetzt mal, weil die halt alle schon sehr, sehr gut equipped sind hier im Raid. Normalerweise geht man hier mit blaue Stufe 80 Zeug rein und da wird es dann schon schwer. Natürlich nicht mehr, weil ich schon ewig voll bin. So, da hinten in dem Raum, dann dort unten, ist dann auch schon der Endboss, Kiliki.
Oh, schon wieder eine Kiste. Schon extrem jetzt, oder?
So, letzte Gruppe. Sag aber gleich, dass Kiliki auch nicht schwer ist. Also jetzt zumindest nicht mehr. Früher war das schon harter Brocken. Ich glaube, dass hier keiner in dem Raid noch irgendwas braucht. Also ist eigentlich nur just for fun. Und fürs Archivment, ja. Leute, und da ist auch schon der Endboss dieser Instanz. Der erste T1-Boss. Hier ist jetzt so, dass an jedem Sarg immer 4 Ads spawnen, die halt den Boss hochheilen. Und die müssen wir halt schnell down machen.
Headset. 1:30 Minute. Da bist du früher eine halbe Stunde drin gewesen. So, ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, dass es dann Wistrix sein wird, den wir legen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und sonst sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.